Der Baum ist aber hoch. Ja, und stell dir vor, wie viel Wasser der Baum von den Wurzeln bis in die Blätter transportieren muss. Wieso denn das? Durch die Transpiration, also die Verdunstung über die Blätter, können Bäume täglich mehrere hundert Liter Wasser verlieren. Diese Wassermenge muss durch Wasser aus dem Boden ersetzt werden, weil die Pflanze ansonsten zunehmend austrocknet. Geil! Und transportiert wird das Wasser im Stamm? Ja, der Wassertransport erfolgt im Holz, das aus Abertausenden von mikroskopisch kleinen Leitbahnen besteht. Diese Elemente bilden ein komplexes Netzwerk und ermöglichen eine erstaunlich effiziente und verlässliche Wasserversorgung. Und wie wird das Wasser dann hinaufgepumpt? Das ist das Erstaunliche. Die Pflanzen besitzen keine Pumpe. Stattdessen wird der Sog genutzt, der durch die Transpiration entsteht. Das ist praktisch, weil so Wasser bis in die Kronen gehoben werden kann, ohne dass die Pflanze dafür Energie aufwenden muss. Dieser Transportmechanismus begrenzt aber auch die Höhe, die Bäume erreichen können. Wird der Sog nämlich zu groß, können die Wasserfäden im Holz reißen und sogenannte Embolien entstehen. Aha, deshalb werden also sogar die Mammutbäume, wie dieser hier, höchstens so um die 120 Meter